Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute geht es um Halloween. Und zwar, wie es viele noch kennen, ich meine beim letzten Halloween-Event, letztes Halloween auf Freefor Games, konnte man sich hier dieses süße oder saure Item craften. Und dieses Jahr gibt es da auch etwas, was man sich craften kann. Hierfür braucht ihr eben diese Materialien, die ich im Inventar habe. Die freundlicherweise der Gotra Atri, der hier wahrscheinlich irgendwo rumläuft, also Grüße gehen auf jeden Fall raus an dich. Weil CB1 gerade down ist, hat er mir die Materialien bereitgestellt. Und damit könnt ihr jetzt was craften zu Halloween. Oh, okay. Jetzt wäre natürlich gerade super. So, zack. Die in die Ecken, das Drachenei in die Mitte. Und dann bekommt er hier eine verdammt giftige Kartoffel raus. Ich sag mal so, klar, Dracheneier ist natürlich so das Wertvollste. Spinnweben kann man sich farmen. Kartoffeln müssen die Vergifteten sein, definitiv. Und dann haben wir hier ein garantiert tödliches Item. Und ihr seht schon an meiner Hungerleiste. Ich bin gewillt, es auszuprobieren. Am besten mal hier das süße oder saure mit rein. Dann probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich das jetzt esse. Guten Hunger. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob ich jetzt komplett runtersterbe? Oh. Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, gut. In dem Fall nicht nachmachen. Ihr habt gesehen, es ist nicht so tödlich, wie es angegeben ist. Zumindest noch nicht. Insofern sage ich bis zum nächsten Video und tschüss.